Grüezi. Die Wanderbrüder machen heute eine Wanderung in der Nähe vom Bieler See, starten wir, und zwar im Ort Lattrigen. Den Ort hat noch keiner gehört, also wir kannten den vorher auch nicht. Und wir wollen laufen bis nach Arberg. Und ja, mal sehen, was uns da erwartet. Wetter ist heute ziemlich bedeckt, angenehm kühl. Und Wanderweg ist etwa so 10 Kilometer. Ja, wenn ihr wissen wollt, was wir so erleben, dann folgt uns einfach. Und da geht's dann los. Bald am Anfang hat schon der Wald begonnen. Herrlich. Hast du wieder Brombeeren entdeckt? Jede Menge. Und süß. Na toll. Mhm. Und ich krieg gar keine. Und der noch da. Oh. Und die hier unten sind noch nicht so. Ich glaube, das könnte von dir eine Lieblingsbeschäftigung werden. Überall, wo wir hier langlaufen, Brombeeren über Brombeeren. Nicht groß, aber süß. Kann man sich auch satt futtern. Wirst aber auch Schmerzen kriegen. Was haben wir hier? Schön gemachtes Holz schon. Richtig angenehm heute zu laufen. Ja. Schön kühl und frisch. Ja, also ein bisschen über 20 Grad heute. Ist zwar bewölkt, aber kein Regen. Den hatten wir heute früh schon. Stimmt, in der Nacht hat es geregnet oder heute früh. Wir haben einen Wetterbericht gehört. Von Westen her soll es aufklaren. Also sind wir natürlich Richtung Westen. Mit dem Aufklaren ist jetzt nur nicht so. Der Regen ist vorbei. Genau, kein Regen mehr. So ein schöner Pfad hier. Schön schmal im Wald. Ja? Wunderbar. Lässt sich gut laufen, ja. Aber eigentlich soll es ja immer höher gehen. Jetzt geht es wieder ein bisschen runter. Uah, was war das denn? Vielleicht sollte man noch ab und zu mal nach unten gucken, wenn man filmt. Oh. Was sind das da vorne? Eine massive Felswand. Wow. Steht einfach so ein Hügel da mitten im Weg. Krass. Und davor ist ein Graben oder? Mal gucken, wie der aussieht. So, gehen wir mal hin. Ich gehe außen rum. Mir ist noch nicht nach Klettern zumute. Ja, du hast recht, hier ist ein Graben. Wow. Nicht tief, aber wow. Sieht sehr interessant aus. Wow. Ja, ein bisschen Wasser ist drin, aber sieht schick aus. Sieht toll aus. So, mal gucken, wo wir jetzt weiter müssen. Ist auch schon wieder wie ein halber Urwald hier. Ja,
Die da ist groß. Naja. Die da. Nee, solche ist er. Die? Die ist ganz toll. Aha. Die Strecke ist ja ein Traum. Was haben wir hier Schönes? Schön aus. Überall diese gelben Blüten hier. Links unten ist der Garten. Oder? Ja. Oder ein Garten. Da unten irgendwo ist der Wolfsgraben. Also hier links neben uns geht es richtig ordentlich runter. Das ist eigentlich für uns beide jetzt nicht der Weg, weil wir uns hier mächtig konzentrieren müssen, was Schwindel angeht. Also ein bisschen mulmig ist uns hier schon. Aber solange hier die Bäume stehen, gibt einem das, wir wissen, so ein gewisses Sicherheitsgefühl. Was schlimm, wer damit zu tun hat. Da sind uns dann schon mal Sonderwege hier lieber. Jetzt versuche ich hier mal einen Blick zu machen. So ein bisschen runter. Oh Gott. Uiui. Das geht ganz schön bergab. Also noch weiter gehe ich hier nicht nach vorne. Rechts, links würde ich sagen. Immer dem Wolfsgraben lang. Ich schaue nachher mal nochmal aufs Navi, wo wir ungefähr so sind. Oh, das sieht auch schön aus hier. Das hat doch mal was. Totholz. Spannend hier, wa? Hier wird es ein bisschen matschig. Und drüben müssen wir irgendwie wieder hoch. Seite des Grabens. Tausend Wege hier. Ah, das sieht schon mal sehr vertraut aus. Ein Wanderwegweiser, hurra! Aber nicht der unsrige Wanderweg, das muss ein anderer Weg sein. Wir müssen noch ein Stück weiter uns hier rechts jetzt halten. Da oben. Wo? Wow. Oh, schön. Blauer Himmel heißt aber auch, es wird noch heißer. Bis jetzt können wir ja nicht meckern.
du kannst da hier durch die Pfütze gehen. Was ist das jetzt hier? Haben wir eine Säge mit? Nicht? Mal gucken. Nee. Irgendwie über drüber klettern oder unten durch. Ich bin für rüber klettern. Schön dieser Wind. Blauregen. Wir sind jetzt hier in Hermriegen. Ja, das sieht hübsch aus. Hier wachsen sogar schon Palmen. Ja, fast wie im Tessin. Wieder eine Palme. Wir müssen als nächstes nach Kappelen. Ach schön, endlich eine Rast. Es ist 2 Uhr. Wanderwegzeichen, jetzt kommst du hier an. Du musst rechts rum, der zeigt nach links. Ach, jetzt gibt es auch die Bekloppten hier in der Schweiz. Traurig. Nur dann Navi nachher mal fragen, wo es weitergeht. Aber wir setzen uns jetzt erstmal hier hin. Die Bank ist unser. Käsebrot. Selbst geschmiert wieder. Für immer. Oh. Hat da eine Wüste gekriegt? Bestimmt. Hat gezuckt. Der Baum hier, der wächst echt um die Ecke. Wa? Links rum um die Ecke. So eine Wege lieben wir noch besonders. Einfach geradeaus und dann auf Asphalt. Ja, solange hier keine Autos rumfahren, das ist gerade noch so auszuhalten. Hier rechts rum. Ach du je. Haben wir uns denn für eine Route heute rausgesucht? Das ist eine alte Römerstraße. Ja, so kommt mir das vor. Klee, soweit das Auge reicht.
Der Berg mit dem Turm da drauf, das ist der Chasserei. Wie hoch ist der jetzt nochmal? 1600 Meter etwa. Aha. Ja. Und da haben wir schwarze Kühe. Und hier haben wir jetzt unseren Wanderwegweiser. Und da müssen wir nach Kappelen. Könnten sie auch mal freischneiden. Hätten wir die Abfahrt beinahe noch verpasst. Ja, der Wind ist schön. Kappelen. Ja, da geht es nach Kappelen, oder? Ja, da müssen wir jetzt hier lang gehen, oder? Endlich mal keine Schotterpiste. Und was wächst hier? Mais. Mais, Mais, Mais. Schönes Plätzchen hier unterm Lindenbaum. Ringsrum Sonne und hier ist der totale Schatten. Vor uns ist Kappelen. Und rechts. Richtig. Das ist Kappelen hier. Jetzt geht's hier so neben so einer doofen Autostraße weiter. Nach Aarberg. Noch 2 Kilometer. Gott sei Dank, wir verlassen erstmal die Straße hier. Wir müssen jetzt irgendwann an die Aare kommen. Verboten. Radfahren erlaubt. Da kommen sie schon. Das letzte Stück hier verarbeitet doch auch schön aus, wa? Ja. Angenehm, schöner Weg durch den Wald. Kommt eine Lichtung. Kommen wir an die alte Aare. Schön sauber. Aarberg. Sieht schön aus hier. Schöne Altstadt. Thank you.
Amtshaus. Die Kirche. Da ist eine alte Holzbrücke. Da gehen wir nachher auch noch rüber. Auf der alten Holzbrücke gibt es dieses Verbotsschild. Das müsst ihr euch mal durchlesen. Hier geht der Wanderweg rüber. Zurück auf diesem schönen großen Platz. Jetzt aber im richtigen Licht.